Die Kritik, die die Bildzeitung an ihrer Studie vermeintlich geübt hat. Und nun hat es noch einen Nachschlag gegeben. Die Bildzeitung hat jetzt auch Kollegen in Europa angesprochen und das thematisiert. Worum geht's da? Oh ja. Also es gab noch zwei weitere Angriffe auf mich oder die Studie oder wie man das auch immer auffassen will. Der erste Angriff war gestern, da hat man einen total renommierten englischen Statistiker bemüht. Der hatte eine Abhandlung über unsere Studie geschrieben, das muss man sich mal vorstellen, also über einen Preprint schreibt man dann eine weitere Abhandlung. Das hat er wahrscheinlich deswegen getan, weil er selber ein englischer Regierungsberater ist, das ist ein sehr angesehener Kollege. Was er schreibt, ist im Prinzip richtig, entspricht aber auch dem, was ich vorher immer schon gesagt habe. Also unsere statistischen Methoden in dieser ersten Datenzusammenfassung, die wir ja geliefert haben, in diesem Preprint, die sind grob, die sind zum Teil auch bewusst ein bisschen grob gelassen, weil wir wissen, dass der Hase nicht in der Statistik begraben ist, sondern in den Daten selbst. Also unsere jetzige Aufarbeitung wird auch sehr stark auf die Daten selbst fokussieren. Das werden wir erklären. Kommt sehr bald. Das geht um David Spiegelhalter. Richtig, das ist David Spiegelhalter. Und der David hat auch mit Entsetzen festgestellt, was da in den Medien passiert. Und das war nie seine Intention. Also seine Kritik war eine rein akademische Kritik, wie das nun mal so ist. Hat er gut gemeint und hat uns gestern auch noch total nette E-Mails geschrieben, dass ihm das leid tut, wie das gelaufen ist. Und er hat sich ja auch dann in Twitter distanziert von dieser Darstellung. Das war der eine Angriff. Der andere Angriff, der war wirklich perfide. Da haben Journalisten. Kooperationspartner von mir in Italien, Belgien, Holland, England und so weiter versucht anzurufen, einige davon auch erreicht und die offenbar ganz komisch konfrontiert und da auch noch vermischt durch einer Zeitungsäußerung in einer belgischen Zeitung so etwas produziert wie und das stand dann in der Zeitung eine in der EU-Kommission, in der ich auch drin wäre, hätte es eine Auseinandersetzung um die Drostenstudie gegeben, mhm. was vollkommen irreführend ist. Also, erstmal, das ist natürlich nicht eine oder die EU-Kommission, sondern das ist einfach das Steering Committee, also das Steuerungsgremium mhm. eines europäischen Forschungsverbundes. Also, das sind Wissenschaftler aus mehreren europäischen Ländern, die gemeinsam einen Antrag auf Forschungsförderung bei der EU gestellt haben und eben Geld bekommen haben von der EU. Für ein Projekt, das jetzt läuft. Es ist ein Projekt über klinische Studien und Beobachtung der jetzigen Situation. Und es gibt da regelmäßig Videokonferenzen, weil man sich ja im Moment nicht treffen kann. Es ist eben so, dass man jetzt einfach sich per Videokonferenz trifft. Und in einer Videokonferenz, die kam so eine Woche, nachdem wir unseren ersten Preprint damals ins Netz gestellt haben und nachdem andere Kollegen aus demselben Gremium auch eigene Studien ins Netz gestellt haben haben wir mal über das Thema Einschätzung der Infektiosität von Kindern gesprochen. Das war so damals das inhaltliche Thema. Und da gab es überhaupt keine Auseinandersetzung, sondern schon eine akademische Diskussion darüber, wie man eigentlich hier in dieser Situation jetzt Statistik benutzt, weil wir alle dasselbe Problem haben. Wir müssen mit unglaublichem Zeitdruck Daten zusammenkratzen, die eigentlich gar nicht die Struktur und Qualität haben, dass man damit überhaupt anfangen würde, statistische Analysen zu machen. Mhm. Das ist nun mal so, also man kann viel Statistik machen. Wenn die Grunddaten nicht gut strukturiert sind, dann führt das möglicherweise in die Irre. Und da war eine Gruppe, die hat Beobachtungsdaten geliefert zu Haushaltskontaktstudien und die zeigten zunächst mal, da sind gar keine Kinder dabei. Also Kinder übertragen nicht an Kinder. Aber die wussten genau, ihre eigenen Daten, die leiden unter demselben Problem wie all diese Haushaltskontaktstudien während eines Schullockdowns. Nämlich, wenn die Kinder nicht aus dem Haus gehen, dann können sie ja das Virus auch nicht eintragen in die Haushalte. Das und dann Problem ist es ja kein Wunder, dass es keine Kinderfälle gibt. Mhm. Das wussten die genau und da haben die im Prinzip gesagt, wir stellen das jetzt mal öffentlich, aber wir machen gar nicht erst eine statistische Analyse, weil das eh irreführend ist. Und demgegenüber stand nun meine oder unsere Studie hier, wo wir auch sicherlich vorläufige und auch nicht gut strukturierte Daten zusammengekratzt haben. Wir haben uns allerdings gesagt, das sind so viele Daten, dass diese ganzen Störgrößen sich schon irgendwie rausmitteln. Und darum machen wir das jetzt mal. Wenn wir jetzt diese Daten schon zusammenstellen, dann machen wir auch wenigstens mal eine grobschlächtige statistische Analyse mit. Und darüber haben wir dann diskutiert und es ging dann darum, soll man jetzt so eine Statistik machen oder nicht. Das war eigentlich der Kern unserer Diskussion. Und irgendwelche Äußerungen, die dann in der Bildzeitung jetzt stehen, so von wegen Christian, was du da machst, ist verfrüht oder sowas, oder deine Statistik beeinflusst die Politik. Das ist in dieser Weise nie in dieser Videokonferenz vorgekommen. Das wäre auch ziemlich albern. Wir wissen alle, dass das, was wir tun, die Politik beeinflusst. Alle in diesem Gremium sind wirklich Top-Wissenschaftler aus verschiedenen europäischen Ländern und alle beraten jeweils ihre eigene Politik und alle haben die gleiche Unsicherheit. Alle kommentieren gegenüber der Politik die Daten auch so, dass sie sagen, es ist zu früh, wir können es einfach beim besten Willen noch nicht sagen, so wie ich das auch immer gemacht habe. Mhm. Aber das ist natürlich keine schöne Geschichte für eine Zeitung, die etwas Dramatisches erzählen will. Und was eben hier das eigentliche Problem ist, da wird irgendwas erzählt. Und selbst wenn in diesem Fall der Koordinator dieses Forschungskonsortiums Hermann Gosens... In dem Moment, wo er von einem Journalisten überrumpelt wird und ihm schon schwant, dass das hier ganz komisch läuft und er gleich hinterher schreibt, äh, hiermit rufe ich meine Aussagen zurück, ich unterstütze Ihre Recherche hiermit nicht mehr. Also, es gibt, denke ich, so etwas wie einen Pressekodex. So etwas darf eine Zeitung dann nicht benutzen. Das haben sie aber trotzdem getan. Und der Herrmann hat mich mit Entsetzen gleich kontaktiert, hat mir geschrieben, ich wurde da interviewt, ich weiß jetzt auch nicht, wie das weitergeht, tut mir leid. Das ist vollkommen wahrscheinlich aus dem Ruder gelaufen. Also, ich glaube, das ist jetzt so langsam klar, dass die Statistik zwar natürlich insgesamt wichtig ist in wissenschaftlichen Studien. Und ich glaube, es ist auch klar, dass die Statistik, so wie wir sie gemacht haben, bei unserer Studie wirklich grob ist. Und zwar auch wirklich so ein bisschen nach dem Motto, feiner hinzuschauen, lohnt sich eh nicht bei diesen Daten. Aber dennoch ist jetzt diese statistische Nebendiskussion zum Hauptpunkt gemacht worden. Aber man kann auf gar keinen Fall wegen statistischer Kritik an unseren Daten sagen, dass die Studie nicht stimmt. Mhm. Diese Studie steht auch ohne Statistik für sich alleine da. Wir werden das aber jetzt noch mal aufarbeiten und werden zumindest mal eine vorläufige Version unserer Überarbeitung jetzt online stellen wahrscheinlich heute schon, weil eben die Medien oder eine Zeitung das so massiv missbraucht das ist sicherlich nicht die endgültige manuskriptversion die wir dann zur publikation einreichen werden denn da müssen wir sorgfältig sein und das kostet einfach zeit und ich habe diese woche mich fast nur mit der bildzeitung rumgeärgert. es hat mich extrem viel zeit gekostet und das verzögert die wissenschaft inzwischen mhm. aber ganz maßgeblich. wir werden aber dennoch einen solchen sachstand in die öffentlichkeit stellen dass jeder verstehen kann warum ich sage, dass unsere Daten, wenn man sie dann noch mal genau strukturiert und genauer anschaut, auch ohne statistische Analyse zeigen, dass gerade die frühsymptomatischen Kinder, die in Haushaltskontaktstudien getestet wurden, um die geht es ja, das sind ja die wo man sich fragt, die könnten genauso gut auch jetzt zur Kita oder zur Schule gegangen sein. Denn das sind gesunde Kinder, die nicht im Krankenhaus liegen, sondern die in der Ambulanz getestet wurden, im Testcenter oder die vom Gesundheitsamt zu Hause einfach getestet wurden, im Rahmen von Haushaltskontaktstudien, dass gerade deren Viruslasten ganz genauso hoch sind wie die von den Erwachsenen in derselben Situation. Online stellen heißt auf die Seiten der Charité für alle, die Ja, ja wir stellen das wieder erstmal einfach auf unsere Seite, da wo wir auch die, diese vorläufige Manuskriptversion hatten. Und ich hoffe, dass dann diese Diskussion sich auch ein bisschen klärt. Mhm. Und wenn dann das endgültige Paper vorliegt, dann können wir uns ja auch hier im Podcast nochmal der Frage zuwenden, was diese statistische Verfeinerung denn eigentlich genau bedeutet und inwieweit das mit dem Ergebnis zusammenhängt.